Herzlich willkommen bei Brandenburgs Asthma Physik Astro TV. Nachdem wir im letzten Video intensiv über die Masse-Radius-Beziehung gesprochen haben und uns heute die Masse-Leuchtkraft-Beziehung anschauen, möchte ich, bevor wir mit der Masse-Leuchtkraft-Beziehung beginnen, nochmal einen Blick auf die Tabelle, naja, eher eine Tabelle in Anführungszeichen, das wir im letzten Video besprochen hatten, uns nochmal genauer anschauen. Also wir haben damals festgestellt, dass je Massendreieck ein Hauptreihenstern ist, also ein Hauptreihenstern ist ein Stern, das im Inneren Wasserstoff zu Helium fusioniert, also sich auch im stabilen Zustand befindet. Da haben wir gesehen, dass je Massendreieck ein Hauptreihenstern ist, also leuchtkräftiger, größer und heißer an der Oberfläche diese Sterne dann auch sind. Und anhand dieser Proportionalitäten zwischen Masse, Radius, Leuchtkraft, Oberflächentemperatur, überhaupt rein Sternen, gibt es auch Beziehungen, womit man bestimmte Größen ausrechnen kann. Also es gibt die Masse-Leuchtkraft-Beziehung, die Masse-Radius-Beziehung, die wir im letzten Video gesprochen hatten, und die Leuchtkraft-Temperatur-Beziehung. Und heute geht es dann um die Masse-Leuchtkraft-Beziehung, nachdem wir im letzten Video über die Masse-Radius-Beziehung gesprochen haben. Also, wie geht es, beziehungsweise wie funktioniert diese Massen-Leuchtkraft-Beziehung? Also was man nämlich wissen muss, ist, dass alle Hauptreihensterne im doppelt logarithmischen Maßstab in erster Näherung auf einer Gerade mit der Steigung 3 liegen. Das heißt, die Leuchtkraft des Sterns, des Hauptreihensterns, ist proportional zur Masse hoch 3. Das würde bedeuten, dass ein Stern mit doppelter Sonnenmasse ca. 8 Sonnenleuchtkräfte hätte. Aber diese Masse-Leuchtkraft-Beziehung kann man auch genauer betrachten, indem man zwei andere Gleichungen anwendet, die halt von der Masse des Sterns abhängen. Also für Sterne von unter 0,5 Sonnenmassen gilt die Proportionalität. Leuchtkraft des Sterns ist proportional zu seiner Masse hoch 2,5. Für Sterne mit mehr als 0,5 Sonnenmassen gilt die Proportionalität. Leuchtkraft des Sterns ist proportional zur Masse hoch 3,8. Unter diesen zwei Proportionalitäten muss natürlich dann auch eine Gleichung formuliert werden. Also Leuchtkraft des Sterns durch Leuchtkraft der Sonne ergibt Masse des Sterns durch Masse der Sonne in Klammern hoch 2,5 für Sterne mit weniger als eine halbe Sonnenmasse. Für Sterne mit mehr als eine halbe Sonnenmasse wird im Prinzip dieselbe Gleichung verwendet, nur halt mit hoch 3,8 anstatt hoch 2,5. Aber damit wir überhaupt loslegen können mit Berechnen der Leuchtkraft eines Sterns, wenn die Masse bekannt ist, müssen wir wichtige Daten von unserer Sonne noch kennen. Denn das sind ja Verhältnisgleichungen, beziehungsweise wenn man es umstellt, eine Gleichung, wo mehrere Größen angegeben werden müssen und es darf natürlich auch nur eine Größe unbekannt sein, sonst lässt sich diese Gleichung nicht lösen. Und wenn man die Daten der Sonne nicht hat, hätten wir schon mal drei Unbekannte und das geht schon mal nicht. Deswegen benötigen wir die Daten der Sonne. Also wir benötigen die Leuchtkraft der Sonne und die Masse der Sonne. Die Sonne hat eine Leuchtkraft von 3,8 mal 10 hoch 26 Watt, beziehungsweise 3,8 mal 10 hoch 26 Joule pro Sekunde und eine Masse von rund 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Das sind die Basisdaten unserer Sonne, die wir brauchen. Und bevor wir von drei Sternen, die ich mir rausgesucht habe, die Leuchtkraft anhand der Masse-Leuchtkraft-Beziehung berechnen, müssen wir die zwei Verhältnisgleichungen umstellen. Also Leuchtkraft des Sterns durch Leuchtkraft der Sonne ergibt Masse des Sterns durch Masse Sonne hoch 2,5 wird umgestellt auf Leuchtkraft des Sterns ergibt Leuchtkraft der Sonne mal Masse des Sterns durch Masse Sonne hoch 2,5 für Sterne mit unter 0,5 Sonnenmasse. Und für Sterne mit mehr als 0,5 Sonnenmassen wird es nach dem gleichen Prinzip gemacht, nur der Halbwert hoch 3,8. Unser erster Stern, Gliese 581, sehen wir schon hier bereits auf dem Foto. Ein Größenvergleich zwischen Sonne und diesem Stern. Die Sonne ist links, Gliese 581 befindet sich rechts. Also man sieht, dass Gliese 581 ein kleiner roter Zwerg ist. Unser Stern hat aber auch nur 0,31 Sonnenmassen. Das umgerechnet 6,2 mal 10 hoch 29 Kilogramm entsprechen. Und das Ganze setzen wir jetzt in die Gleichung ein. Also 3,8 mal 10 hoch 26 Joule pro Sekunde
mal die Masse des Sterns, das sind 6,2 mal 10 hoch 29 Kilogramm, durch die Masse der Sonne, das sind 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Das Ganze mit hoch 2,5 natürlich, da Kreise von Fach 1 weniger als 0,5 Sonnenmassen hat. Da würde man auf 2 mal 10 hoch 25 Joule pro Sekunde kommen. Das sind umgerechnet 5% der Sonnendurchkraft. Und jetzt denkt man, in Wirklichkeit hat Kleise aber nur 0,2% der Sonnendurchkräfte. Was lief hier schief? Also, die Masse-Leuchtkraft-Beziehung kann natürlich keinen genauen Wert bzw. keine genaue Auskunft über die Leuchtkraft eines Sterns geben. Oder wenn man halt mit Hilfe dieser Kleinigkeit versucht, die Masse eines Sterns berechnet, wenn die Leuchtkraft bekannt ist, lässt sich auch kein genauer Wert geben, lässt sich auch nur abschätzen. Und der Grund liegt nämlich daran, warum wir jetzt eine so große Abweichung haben, ist, weil rote Zwerge von der Leuchtkraft her extrem individuell sind. Denn der ein oder andere rote Zwerg mit 0,3 Sonnenmassen ist fünfmal so leuchtkräftig als der andere Stern, rote Zwerg mit 0,3 Sonnenmassen. Das ist dann halt so bei diesen Art Stern ein bisschen das Problem. Aber bei den nächsten Sternen, wo es dann um Alpha Centauri A geht, sieht das Ganze wieder ein bisschen besser aus, beziehungsweise sogar viel besser aus. Also sehen wir hier ein Bild mit der Sonne ganz links, im Größenvergleich zu Alpha Centauri A, das ist der größte in diesem Bild, mit Alpha Centauri B und Proxima Centauri. Nur von den anderen beiden Sternen werden wir leider keine Beziehung ausrechnen. Es geht nur um Alpha Centauri A. Und Alpha Centauri A besitzt 1,1 Sonnenmassen, das sind 2,2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Das Ganze setzen wir jetzt schön in die Gleichung ein. Aber im Gegensatz zum obrigen Stern rechnet man nicht mit 2, hoch 2,5, sondern wir müssen mit hoch 3,8 rechnen, da Alpha Centauri A mehr als 0,5 Sonnenmassen besitzt. Und da kommen wir auf 5,5 mal 10 hoch 26 Joule pro Sekunde für die Leuchtkraft von Alpha Centauri. Das sind umgerechnet 1,5 Sonnenleuchtkräfte in etwa. Und das haut mit dem realen Wert sehr gut hin, da Alpha Centauri A tatsächlich zwischen 1,4 und 1,5 Sonnenleuchtkräfte aufweist. Also das haben wir jetzt prima berechnet. Und jetzt nehmen wir noch unser dritter Stern. Das sieht auch nicht viel anders aus. Da geht es um Regulus. Das ist nun mal ein Vierfachsternsystem. Deswegen habe ich Regulus mit dem Pfeil gekennzeichnet. Das ist dieser große blaue links oben. Eher links unten, weil links oben wäre ja dieser kleine weiße Fleck. Und dieser Stern hat 3,4 Sonnenmassen. Das ist umgerechnet 6,8 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Wenn man das in eine Gleichung einsetzt, muss man natürlich wieder mit hoch 3,8 rechnen. Da es ein Stern mit mehr als 0,5 Sonnenmassen ist, dann kommt man auf 4 mal 10 hoch 28 Joule pro Sekunde. Und das sind etwas über 100 Sonnenleuchtkräfte. Und das haut mit der realen Leuchtkraft von Regulus ebenfalls sehr gut hin. Also wir wissen, dass man mit Hilfe der Masse-Leuchtkraft-Beziehung zwar keinen genaue Leuchtkraft von dem Stern berechnen kann, denn eine Berechnung kann natürlich nicht den genauesten Wert in dem Fall herausgeben, aber man kann mit Hilfe der Masse-Leuchtkraft-Beziehung, wie auch bei der Masse-Radius-Beziehung oder bei der Leuchtkraft-Temperatur-Beziehung, was demnächst noch kommen soll, schon mal einen Näherungswert berechnen, wie die Leuchtkraft des Sterns ungefähr wäre oder wie es sein könnte. Bei Hauptreihensterne, die ungefähr die Masse Sonne haben, beziehungsweise bei etwas massenreicheren Hauptreihensternen, wie bei Regulus zum Beispiel, haut das schon sehr gut hin mit den Berechnungen. Aber bei roten Zwergen lässt sich einiges zu wünschen übrig, da wir haben gesehen, dass es dort nicht so gut funktioniert. Aber man weiß aber zumindest, auch anhand der Masse-Leuchtkraft-Beziehung, wenn man es berechnet, dass der Stern viel weniger Leuchtkraft hat als unsere Sonne. Das hat sich aber bestätigt. Ob euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Ciao. Also wir